Hallöchen, ihr Lieben da draußen vor dem Bildschirm. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Spiel hier auf meinem Kanal. Ich würde das mal vorsichtig als angespielt betiteln. Ich glaube nicht, dass man Pioneers of Pagonia durchspielen kann und ich weiß auch noch nicht, wie gut ich mich schlage oder auch nicht, wie lang wir hier Zeit mit diesem Spiel verbringen. Ich betitel es mal als angespielt und ich hoffe, das ist okay so. Ja, ich möchte mir gern mit euch Pioneers of Pagonia angucken. Direkt vorab, das ist noch Early Access. Es stand auch gerade die Warnung da, es kann zu Bugs und Spielabstürzen etc. kommen. Es ist noch nicht alles an Content wohl drin, was es mal geben soll dann im Full Release. Aber wir gucken uns das jetzt trotzdem mal an. Ich habe schon sehr, sehr, sehr lang kein Aufbauspiel mehr gespielt. Und ich weiß, dass ich sehr schlecht in solchen Spielen bin. Ich weiß nicht, ich krieg das einfach nicht hin, dass einfach alles läuft. Irgendwann komme ich an den Punkt, da habe ich kein Essen mehr, kein Holz mehr. Alle sterben, nichts geht vorwärts. Vorbei. Mal schauen, wie lange es dauert bei diesem Spiel, bis wir an diesen Punkt gelangen. Ja. Und ich würde sagen, wir starten einfach. Auch vorab möchte ich sagen, dass an diesem Spiel arbeitet ja irgendwie der Schöpfer von Siedler mit. Ich habe nie die Siedler gespielt, deswegen kann ich da auch keine Vergleiche oder Ähnliches ziehen. Also für mich ist das einfach nur ein Aufbauspiel ohne irgendwelche Zusammenhänge. Das überlasse ich euch, das zu bewerten, ob das gut ist, ob das nicht so gut ist, ob das anders ist, ob das besser ist. I don't know, ich kenne die Siedler nicht, also ich kenne sie vom Namen. Aber ich habe sie nie gespielt, deswegen gehe ich hier ganz unvoreingenommen rein. So, und jetzt neues Spiel. Vordefinierte Karten. Was ist das hier? Einstiegsaufgaben helfen dir, eine grundlegende Wirtschaft aufzubauen. Okay. Wir hätten die Einsteigerkarte, die beste Karte für den ersten Besuch in Pagonia. Aufgaben leiten dich durch die Grundlagen des Gameplays. Ich denke, das werde ich nehmen, weil ich habe ja gerade erwähnt, ich habe sehr lange kein Aufbauspiel gespielt und es geht bei mir einfach immer in die Hose. Ich habe zuletzt Anno 1800 gespielt und ich habe es nicht hinbekommen. Deswegen hier ein neuer Versuch. Wir hätten hier aber sonst auch freundliche Wälder. Begegne erstmals einem pagonischen Dorf und freunde dich mit seinen Einwohnern an. Trügerische Küste. Nimm dich vor den Dieben und Banditen in Acht, die sich in den Bergen verstecken. Hinterland. Die pagonischen Dörfer dieser Insel benötigen deine Hilfe. Verborgene Gefahren. Erobere die Karte, indem du alle Feinde besiegst. Aber pass auf, nicht alle von ihnen sind, was du erwartest. Das sieht aus nach magischen Wesen. Und gefährliche Hügel. Die Insel ist voller Gefahren für erfahrene Pioniere. Okay, also auf jeden Fall nicht gern was Friedliches. Ja, wir könnten uns auch was Eigenes suchen hier. Schwierigkeit Anfänger. Oha. Okay, wir haben hier sehr viel an Einstellungsmöglichkeiten. Aber ich glaube, das ist mir gerade noch zu viel. Ich weiß ja noch nicht so richtig, was mich erwartet. Wenn ich jetzt hier irgendwas einstelle, wie viele Wälder und wenig Berge, weiß ich nicht, ob mir das irgendwann auf die Füße fällt. Deswegen, Karten-ID. Okay, man könnte rein theoretisch eine Karten-ID sich hier zusammenbasteln. Dann könnte ich das einem Freund von mir geben und er könnte die gleiche Map spielen. Okay, wir machen vordefinierte Karten und ich mache die Einsteigerkarte. Ich will ja auch ein bisschen was zeigen können und erleben und ein bisschen Spaß haben am Spiel und nicht direkt nach 5 Minuten mein Dorf verloren haben. Und wir lassen die Einstiegsaufgaben an. Jetzt?
Ich dachte gerade, das Spiel lässt mich jetzt hängen. Was soll ich tun? Hier sind keine Menschen. Okay, Karte bewegen. Zoomen. Drehen. Okay. Haben wir. Ja, ein bisschen. Ein Häschen. Und noch ein Häschen und noch ein Häschen. Okay. Deine Pioniere kamen mit diesem Boot an. Sie haben genug Ressourcen dabei, um deine Wirtschaft aufzubauen. Okay. Wir haben 400 und 500. Okay. Wie kriege ich das jetzt hier wieder weg? So. Muss ich jetzt hier erstmal irgendwas machen? Muss ich hier erstmal ein Haus hinbauen, dass die rauskommen? Hilfe. Was muss ich tun? Es gibt 66 Orientierungsaufgaben. Okay. Mit was fangen wir an? Mit einem Haus? Hilfe. Wie viel Stein haben wir? 120. Ich erstmal ein Wohnhaus. Muss ja Wohnhäuser geben. Ja. 10 Träger. 25. Wir bauen die Häuser mal hier hinter. Da kommen sie. Okay. Okay, und dann brauchen wir natürlich, wir brauchen Essen und Ressourcen. Das ist immer am wichtigsten, soweit ich Aufbauspiele verstehe. Eine Holzfällerhütte. Da. Kostet 4 Nadelholzstamm. Wir haben 60. Da sind die Lanierer. Okay. Die laufen aber auch einfach so jetzt hier rum, ne? Die brauchen jetzt nicht unbedingt einen Weg. Ja, ich fange erstmal irgendwie an. Wird schon schief gehen. Also ich möchte nochmal erwähnen, ihr guckt hier einem kompletten Noob zu. Wenn ihr sehen möchtet, wie man wahrscheinlich schöne Dörfer und Städte oder was auch immer bauen kann, guckt nicht bei mir. Ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Aber es sieht einfach schön aus. Deswegen möchte ich es spielen. Untergrund wird nicht mit Straße verbunden, also brauche ich doch Wege. Aber ich weiß ja noch gar nicht, wie ich mein Dorf hier aufbauen möchte. Oh, aber wir brauchen Lager, würde ich sagen. Ach so, das ist rot, weil nicht mit Straße verbunden, fürchte ich gerade, oder? Ich habe keine Ahnung. Schief. Okay, das ist tatsächlich weil nicht verbunden.
Okay. Zimmerer unterwegs, Zimmerer unterwegs. Boden? Da. Okay. Was brauchen wir denn noch? Entdeckerposten. Uiuiuiui. Ich möchte aber auch gucken, dass wir... Hier, Sammlerhütte. Brauchen Essen. Das Problem ist, die kommen dort ja jetzt gar nicht ran. Ich brauche dann ja erst... Ja, warte, wie drehe ich das? Ich brauche hier dann noch so einen Entdeckerturm wahrscheinlich, weil die Steine hier sind ja sicherlich meine Grenzen. Die können dort jetzt gar nichts sammeln gehen. Ich setze das Ding trotzdem hier hin. Das wird super durcheinander. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Deckerposten. Das war doch hier irgendwo. Okay. Ich muss auf meine Ressourcen aufpassen. Ich mache nämlich immer viel zu viel am Anfang, aber ich brauche Essen und ich brauche Holz. Und dann später brauche ich auch Stein. Geld habe ich eigentlich? Habe ich überhaupt Geld? 0 Neugeborene pro Minute. Bald verfügbar. Okay, also es ist noch Early Access, wie ich ja gesagt habe. Es gibt hier wahrscheinlich noch nicht alles. Ich habe gar kein Geld, oder? Gibt es hier kein Geld? Passiert das hier alles durch Rohstoffe und handeln wir dann mit Rohstoffen? Ich habe keine Ahnung, ob wir überhaupt handeln. Ich gehe richtig blind an die Sache ran. So, wohnen jetzt hier Leute drin? 10 von 10. Normale Priorität, Gebäude aktivieren. Ah, wenn wir jetzt ein Baby wollten, müssten wir hier 5 Genussmahlzeiten rein. Ich habe keine Ahnung. Sammelt. Wir sammeln alle 3 Holzdinger. Fällt alle Bäume entfernt, weil schnell, weil kleinere Bäume keine Schößlinge hinterlassen und die Holzfäller kürzere Wege laufen. Klicke, um stattdessen alle Bäume zu fällen. Nee, nicht alle Bäume. Lass mal die kleinen stehen. Vielleicht, oder? Ja, ich lasse die erstmal machen. Eine Jagdhütte brauchen wir dann auch. Stau? Ein Häschen. Okay. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob die hier über die Grenzen hinausgehen. Aber woran sehe ich denn, wann hier das Lager voll ist?
Und ich weiß noch nicht so richtig, wofür dieses Zeichen hier steht. Ach, Feuerholz. Nadelholz. Okay. Wartet mal, ich mach mal kurz. Fokuspunkt. Da, die sollen wir die Bäume hier unten wegnehmen. Damit wir dort weiter bauen können, was auch immer. Personal ist auf dem Weg. Wir sammeln Himbeeren, Steinpilze, Flachs. Feuerholz lasse ich mal hier kurz weg, weil haben wir ja oben gerade bei den Holzfällern. Es klingt, als hätte ich Ahnung. Ich meine, mit einem Wohnhaus kommen wir auch nicht weit, ne? Aber eigentlich müssen wir gar keine Wohnhäuser bauen aktuell. Forsthaus. Was macht denn das Forsthaus? Ah, das baut wieder an. Pflanzt wieder an. Wasser. Haben wir unendlich Wasser? Nee. Gibt's einen Brunnen? Aber wo kriegen wir das Wasser her? Im Eimer. Ja, ihr habt nichts zu tun, ne? Ich schicke euch erstmal einen Feierabend. Achso, wartet hier. Mal dort unten zuerst gucken. Die warten auf die Ration. Nur Feierabend. Oh, hier ist ein Brunnen. Wie kriegen wir jetzt hier Rationen hin? Ach so. Nee, die haben keine Ration. Vielleicht hätte ich sie einfach mal machen lassen sollen. Warte mal. Fast erschlagen hier unten vom Baum. Warte auf Ration. Träger. Kann ich euch anklicken? Sagt ihr mir, was ihr holt? Hier liegen Rationen. Ach, sie wie Ostern. Die liegen hier einfach. Okay, jetzt kriegen die Entdecker ihre Rationen. Die sollen hier unten suchen gehen, erkunden gehen und dann können die Sammler sammeln. So. Kriegen hier jetzt Bohnen. Aber sehe ich irgendwo, ich habe die Frage schon mal gefragt, ne? Wann hier irgendwie kein Lagerplatz mehr ist, steht das dann hier, dass die nicht mehr, nicht mehr sammeln können, weil Lager voll? Weil wir können ja Lager bauen.
Steinbruch. Sollte ich ja auch vielleicht irgendwo bauen, wo Stein ist, oder? Wachtürme. Ich will halt jetzt nicht meine ganzen Ressourcen aufbrauchen. Aber ich brauche... Wenn ich das so hinsetze, kriege ich den Weg verbunden? Ich brauche das ja halt alles, was hier steht, logischerweise, sonst würde es nicht dastehen. Aber sonst habe ich irgendwann keine Grenzsteine mehr. Ja. Du gehst mit deinem Essen. Schon aufgegessen? Oh je, unsere Rationen. Wo kriege ich Rationen her? Wer kümmert sich um Ration? Proviantmacher. Voll viel Platz weg. Aber warte mal. Die braucht ja Fleisch. Das heißt, wir brauchen die Jägerhütte. Jagdhütte. Oh Gott. Ich darf halt immer nicht so viel auf einmal machen, weil dann verbrauche ich meine ganzen Ressourcen. Ich habe hier auch noch keine Ordnung drin, ne? Aber es wurde gerade Kalkstein entdeckt. Kupfervorkommen, Silbervorkommen. Ich mache hier hinten, glaube ich, den Jäger hin. Okay, ihr geht jetzt Beeren sammeln und Pilze. Hä, wieso keine ausgewählten Ressourcen? Ach so, weil die Grenzsteine. Warte mal. Wer... Wer versetzt jetzt die Grenzsteine? Der Wachturm.
Wieso soll ich zwei bauen? Guck doch mal, was die für einen Radius abdecken da unten auf der Karte. Es reicht doch einer gerade noch vollkommen aus. Ich glaube, ich werde den dann hier irgendwann abreißen. So, jetzt baut ihr das erstmal und dann sammeln wir Kann ich auch irgendwo einstellen, dass die nur so und so viel Prozent von unseren Nadelholzstämmen in Balken umbauen sollen? Oder machen die bis alle? Auf jeden Fall nichts aus Brot machen. Haben wir überhaupt Brot? Wir haben kein Brot. Da soll ja auch kein Brot verwenden. Ich habe sie noch aus hier. Oder ihn. Sie. Werkzeug. Gehen deren Werkzeuge auch kaputt? Okay, er fängt jetzt an zu jagen. Was ist das für ein Riesenhase? Den sollten wir nicht essen. Kalk und Eisen wurde entdeckt. Sammelt Herstellung im Gange. Ja, weiß nicht, Feuerholz sammeln die ja hier schon mit. Ich weiß nicht, wie viel Feuerholz wir brauchen. Gibt es hier überhaupt Winter? So, sobald die Grenzsteine Draufgänger, heroischer Draufgänger, warte mal. Es soll hier niemand irgendwas angreifen, okay? Also wir haben dann hier 10 Wachen. Und sie kriegen gerade schon Grenzsteine geliefert. Und dann geht ihr zuerst ein bisschen in die Richtung, damit wir sammeln können. Waren Ausgangslager voll. Na gut, wird schon leer werden wieder. Wie viel Stoff haben wir? 60. Noch hier mal ein Essenslager und hier ein Holzlager. Ich habe keine Ahnung, ob ich das brauche. Aber wir kriegen das hin. Wir sollen noch 2 Wohnhäuser bauen.
Forsthaus wäre demnächst vielleicht nicht schlecht. Warte mal, aber die Wache, die setzt ja keine neuen Grenzsteine. Nimmt Land ein. Okay, doch. Da gehen sie los. Okay. Schön, dass du drei Grenzsteine mitnimmst. Du kannst auch einfach die hier noch nehmen und woanders hinsetzen. Was ist mit dem los? Oh, kennt ihr das in Aufbauspielen? Ihr müsst eure Kamera immer wieder richtig ausrichten. Sonst kriegt ihr das mit eurem Kopf nicht hin, die Struktur oder was auch immer zu bewahren in eurem Kopf. Ich muss das immer wieder in die gleiche Richtung drehen. Und ich sehe gerade, die Zeit ist rum. Ich... Jagd keine Tiere in Reichweite. So, ihr könnt sammeln. Ich würde die Folge für heute hier beenden. Wir sehen uns sehr gern in der nächsten Folge, also morgen wieder, wenn ihr Lust habt. Und ja, schicke euch jetzt erstmal noch in den restlichen Tag, macht noch was Schönes und dann sehen wir uns morgen wieder. Bye, bye!